Wallst du den Teig? Auf welcher Stufe? Auf der 2? Ja, ich walze ihn komplett. Dann kann ich ihn nachher falten. Sehr gut, weiter so. Nicht naschen, arbeiten. Einst junger Einwanderer ohne große Ambitionen. Heute ist Arnoldi millionenschwer. Mein Name ist Gianfranco Arnoldi, ich bin 85. Ich brachte die Kultur der handwerklich gefertigten Schokolade nach Mexiko. Und ich besitze 25 Geschäfte. Gianfranco Arnoldi hat eine Nische entdeckt. Mit Handarbeit hat er die Schokoladenindustrie aufgemischt. Neu erfunden. Das ist echtes Handwerk, wie noch vor 50 Jahren. Die Schokolade wird erhitzt, von Hand bearbeitet und dann kommt die Füllung hinzu. Wir sind keine Fabrik, bei uns ist alles handgemacht. Sehen Sie? Er nimmt es mit der Hand, einfach nach Augenmaß, und legt es hier hin. In einem seiner 25 Geschäfte. Guten Abend. Was haben Sie gekauft? Wissen Sie, ich arbeite an einem neuen Projekt. Ich bin Herr Arnoldi. Ah, es ist mir eine Freude. Ihre Schokolade ist sehr lecker. Ich bin ein Fan von Ihnen. Als ich nach Mexiko kam, war die weiße Schokolade hier völlig unbekannt. Ich habe das Rezept von einer Fabrik in Lugano mitgebracht. Und so haben wir die weiße Schokolade in Mexiko eingeführt. Viele fragen sich, wie man aus praktisch nichts ein Vermögen schaffen kann. Was soll ich sagen? Es braucht Arbeitswillen und Glück. Das ist alles. Besuch im Tessin, der alten Heimat. Einmal im Jahr kommt er hierher. Die Arbeitswelt im Tessin habe ich nie direkt erlebt. Sicher, ich habe hier die Lehre gemacht. Doch ich bin sehr früh weggegangen. Ich war noch sehr, sehr jung. 18, 19 Jahre. Zuerst war ich in Biel, dann in Neuenburg, Milano, Barcelona und Madrid. Und schließlich ging ich nach Mexiko. Empfang eines alten Freundes. Nerio Cambrosio ist Wegbegleiter, war lange Jahre Präsident der Tessiner Konfiseure. Wir kennen uns schon sicher seit 60 Jahren. Seit der Lehre. Genau, seit der Lehre. Wir haben eine Weile zusammen im Hotel Palace gearbeitet. Dann ging ich nach Amerika. Ihr seid wirklich Fachmänner. Ich bin eher ein Kaufmann. Vor Jahren hat man mir angeboten, das Café Olympia im Zentrum von Lugano zu übernehmen. Aber ich habe abgelehnt. Den hygienischen Standards der Schweiz würde unser Handwerk nicht mehr genügen. Zu schwierig. Zurück in Mexiko. Weder Freunde noch Angebote konnten ihn nach Lugano zurückbringen. Hat man sich einmal an die Leichtigkeit, an das schöne Leben in Mexiko gewöhnt, fällt es schwer, in die alte Heimat zurückzukehren. In 10 Minuten bin ich da. Termin beim Sohn, der die Schokoladengeschäfte des Vaters heute führt. Ciao, come va? Bene, bene, bene. Wie laufen die Geschäfte? Es geht so. In Cuernavaca gibt es ein paar Probleme. Monte Altos dagegen läuft. Es ist heiß, aber wir hoffen das Beste. Das Problem ist, es heiß, wird weniger Schokolade gegessen. Die Geschäfte stocken. Ungünstig, denn Arnoldis halten Ausschau nach Investoren. Die Idee meines Sohnes ist, bis 2018 35 Geschäfte zu eröffnen. Und danach wird er entscheiden. Denn wir haben verschiedene Möglichkeiten. Es geht nicht ums Verkaufen, aber wir könnten die Marke an einen großen Investor übergeben, der an einer Expansion interessiert ist. Ich bin nicht wirklich Unternehmer.
Wie könnte man sagen, ein Arbeiter, der das macht, wovon er Ahnung hat, und dies den Kunden zur Verfügung stellt. So einfach.